Ich hoffe, man kann mich klar und deutlich hören. Sie müssen den Geheimdienst uns geschickt hat. Hören Sie, wir haben nicht sehr viel Zeit. Das Schicksal von uns allen, naja, ohne Druck ausüben zu wollen, eigentlich des ganzen Kosmos hängt von Ihnen ab. Ich weiß nicht, wie viele Ihrer Vorgesetzten Ihnen verraten haben, aber Sie haben sicherlich von Projekt Otis gehört. Zeitreisen im Auftrag der GUV. Ich glaube, weiter in die Tiefe muss ich nicht gehen. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie bemerken, dass Sie sich in einer Zeitmaschine befinden. Genau, offensichtlich. Ich meine, ich muss Ihnen Ihre Instruktion aus einem Geheimlabor mitteilen. Aber kommen wir zur eigentlichen Sache. Es gibt nur einen Weg, die KI zu stoppen, bevor das ganze Raumzeitkontinuum aus dem Gleichgewicht gerät. Okay, sehen Sie sich um. Sie werden an den Wänden der Maschine auf diesen Tafeln muss Sie, merken Sie sich das bitte, zur gleichen Zeit eine bestimmte Taste drücken, um das Sicherheitsprotokoll der Maschine zu starten und die KI zu deaktivieren. Soweit klar? Gut, die richtige Taste, naja, es ist so eine Sache. Meine KI, es würde mich stolz machen, wenn mein Leben nicht auf dem Spiel stände, hat den Code beider Tafeln geändert und auf der Zeitlinie verteilt. Sie müssen ihn unbedingt wiederfinden. Dazu steht Ihnen meine Zeitmaschine zur Verfügung. An Ihren Handgelenken finden Sie Ihr jeweiliges Steuergerät, den Timehopper. Und kommen Sie jetzt nicht auf die Idee, ein Datum einzugeben. Schwupp, das sind wir. Das hier ist nicht der DeLorean, sondern ein richtiges Zeitreisegerät. Der Timehopper kann Sie lediglich an den Ursprungsort bestimmter Gegenstände transportieren. Das heißt, wenn Sie in die Vergangenheit wollen, müssen Sie etwas finden, was aus der Vergangenheit stammt. Und es auf die Scanfläche des Timehoppers legen. Klar? Und bevor ich es vergesse, Sie können keine Gegenstände durch die Zeit transportieren. Dazu reichen die Kapazitäten der Maschine nicht aus. Also merken Sie sich den Code gut, sobald Sie ihn gefunden haben. Also. Wiederholung des aktiven Protokolls erkannt. Berechne. Gefahrquelle identifiziert. Anzahl 2. Protokoll zur Besatzung wird initiiert.
Information. Meine Sensoren erkennen hier keine Literatur, die ein limbisches System positiv stimulieren würde. Schließlich besteht bei dir kein Bedarf an intensiver Beziehungs- und Sexualberatung. Nicht wahr? Thank you.
des aktiven Protokolls. Berechne. Berechne. Warnung. Schaden am Systemsoftware erkannt. Eliminierung schädlicher Protokolle. Fehlgeschlagen. Systemreset wird vorbereitet. Datenblock ODIS wurde aus dem System entfernt. Fahre herunter. Warte. Nur. Play.